Der erste Story-DLC zu Dragon Age Inquisition wurde angekündigt und auch gleich veröffentlicht. Guitar Hero ist wieder da und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für Batman-Fans. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und jetzt kommen die News. Für Dragon Age Inquisition Spieler heißt es heute: I don't know, I just thought... Supplies! Denn BioWare hat nicht nur den ersten Story-DLC Jaws of Harkon angekündigt, sondern das Ding auch gleich released oder hat zumindest vor, das heute im Laufe des Tages zu veröffentlichen. Jaws of Harkon wird ein Story-DLC, der $15 kosten soll. Ein Europreis ist momentan noch nicht bekannt und wird erstmal nur auf Xbox One und PC verfügbar sein. Wann er für die anderen Plattformen rauskommt, ist momentan noch nicht bekannt. Wir dachten, wir hätten ihn überlebt. Wir dachten, wir müssen nie wieder zurück. Wir dachten, es hätte weiß Gott genügend Opfer gegeben. Doch jetzt ist der schlimmste Konflikt der Menschheitsgeschichte zurück. Der zweite Plastikinstrumente-Krieg. Denn offenbar ist nach Rockband 4 jetzt auch Guitar Hero wieder da. Das berichtet die Website polygon.com und bezieht sich da auf die Einladung zu einem Enthüllungsevent für ein neues Guitar Hero Spiel. Diese Einladung ging ursprünglich an die Website Game Reactor UK. Da hat man die Meldung aber inzwischen entfernt oder entfernen müssen. Gut möglich, dass Activision nicht wollte, dass diese Information schon bekannt ist. Was genau in dem neuen Guitar Hero drin ist, ist momentan noch unklar, aber offenbar arbeitet Activision da schon länger dran und hatte auch schon vorgehabt, das Ding erst zur E3 im Juni vorzustellen. Durch die Ankündigung von Rock Band 4 ist man da jetzt aber nervös geworden. Wie das neue Guitar Hero Spiel heißen wird und was neu dran ist, erfahren wir dann aber hoffentlich Anfang April. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für Batman-Fans. Zuerst die gute: Batman Arkham Asylum und Batman Arkham Knight kommen nochmal als Remastered Editions zurück. Das berichten die Webseiten videogamer.com und IGN Italien, die sich beide auf unterschiedliche Insider beziehen. Und diese Quellen sagen, dass die beiden Spiele für die aktuelle Konsolengeneration noch zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahres fertig sein sollen. Vorher kommt dann noch Batman Arkham Knight, nur dass das jetzt später kommt. Und das ist die schlechte Nachricht, denn Warner Brothers und Rocksteady haben den Release vom 3. auf den 23. Juni verschoben. Autsch. Das war's heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, Rock on!